Es wird langsam Herbst im Saarland. Wir sind bei der Firma Bohr. Hier ist Bernd Suttger. Hallo, Herr Suttger. Hallo, schönen guten Tag. Es ist etwas kühler. Sie haben mir erzählt, Ihnen macht die Kälte nichts aus, mehr oder weniger, ja, weil Sie auch schon mal gerne, wenn es ein bisschen ungemütlich sind, auch mal rausgehen und ein bisschen laufen, richtig? Ich liebe den Herbst und dazu gehört auch das Wetter. Super. Wir sind bei der Firma Bohr. Wenn Sie kurz beschreiben, wo wir sind genau. Wir befinden uns in Saarbrücken, Burbach, Schaltstelle Mahlstadt in der Angler-Braun-Straße. Was ist hier noch in der Nähe? Porsche? Porsche-Zentrum, genau. Volkswagen. Also Audi. Die Autohäuser, bekannte. Scherer. Und das ist auch die Einfahrt, die man fährt. Man fährt praktisch zur Scherer-Gruppe rein, zu Volkswagen. Und genau. Dann, wenn man runterfährt, die erste aber rechts und nicht geradeaus. Richtig? So sieht's aus, genau. Wirth ist da noch und noch viele andere. Genau. Wir gehen am besten mal rein. Was haben Sie für eine Aufgabe hier? Was machen Sie? Ich verkaufe den Menschen Bäder. Macht dir das Spaß? Selbstverständlich. Wir haben im Vorgespräch kurz darüber gesprochen. Sie sagten, Sie machen das schon sehr lange. Bin im Unternehmen tatsächlich im 29. Jahr. Im 29. Jahr? Ganz genau. Sie kommen auch dort her, wo der Stammsitz ist vom Unternehmen, aus Lauterbach? Richtig, genau. Schön. Wenn jemand ein neues Bad haben will, ja, das ist ja absolute Vertrauenssache. Man gibt ja unglaublich viel Preis. Sie kommen eventuell auch mal nach Hause zum Kunden, gucken sich das Ganze mal an. Ja. Wie starten Sie so ein Gespräch? Ist das eher so? Nach der Begrüßung möchte ich zuerst mal, dass ich die Bedürfnisse der Kunden erfrage, dass die Kunden mir erzählen, was hätten sie denn ganz gerne. Danach möchte ich, dass sie sich wohlfühlen. Wir gehen mal rund und Kaffee auch mal kriegen. Selbstverständlich gehört dazu. Und dann versuchen wir mal, in die Planung einzusteigen. Wie viele Bäder haben Sie denn schon ausgeliefert, wo Sie sagen, da habe ich Leute überzeugt, glücklich gemacht? Ich wüsste es jetzt nicht in Hunderten zu sagen, aber natürlich, selbstverständlich, in 30 Jahren kommt schon einiges zusammen. Vom kleinsten Bad bis zum größten? Natürlich, ja. Schön. Ja, wir sind hier in der Ausstellung. Wenn jetzt Kunden sind, gehen die erstmal rum hier in der Ausstellung, gucken sich ein bisschen um? Wahlweise. Wir haben auch Kunden, die direkt bedient werden möchten, die direkt eine Ansprache suchen. Natürlich haben wir auch die sagen, lasst uns mal noch 5 Minuten in Ruhe, dann schauen wir uns das Ganze gemeinsam an. Genau, Sie sitzen direkt, wenn man reinkommt, hier. So sieht's aus. Und Ihr Kollege, der sitzt dort hinten. Das heißt, man hat immer einen Ansprechpartner, der direkt da ist, wenn man das möchte. Sofort zu sehen. Genau. Und ansonsten kümmern wir uns gerne sofort um die Kunden. Genau, Sie machen Angebotserstellung auch, also kümmern sich um die Kunden. Das komplette heißt, Abwicklung. Ja. Genau, es ist auch oftmals so, dass wenn der Kunde gucken will, Sie haben eh genug zu tun. Ja, Sie warten. So ist selbstverständlich. Es, wunderbar. Ein Bad, ein Objekt, zieht natürlich sehr viel Arbeit nach sich und dementsprechend muss man auch am Schreibtisch einiges. Welche Arbeit zum Beispiel? Was ist da zu machen? Ja, von der Planung bis zur Abwicklung. Das heißt, wir haben ja letzten Endes dann für jede Schraube Sorge zu tragen, dass an der Baustelle dann tatsächlich auch keine Schraube fehlt. Es sollten nicht zu viele Fliesen sein, es sollten nicht zu wenig sein. Die richtigen, wenn es irgendwie geht. Natürlich muss das alles auch bestellt werden. Dementsprechend summiert sich das. So, wir gehen am besten mal ein bisschen rum. Was stellen denn so Kunden so Fragen? Zum Beispiel sehe ich hier Meisterbetrieb, meisterhaft. Wird das schon mal gefragt? Was haben Sie für ein Team? Wie wird das gemacht? Alle Fragen sind denkbar, also das gesamte menschliche Spektrum. Was ist das für ein Material? Ist es tatsächlich eine Fliese? Ach, Sie arbeiten, bieten auch die Handwerkerleistungen an und so weiter und so fort. Prima. Was ist denn so Ihre Taktik, wenn Sie merken, dass derjenige, der da ist, sich uneinheitlich ist mit den beiden, die zum Beispiel da sind. Der Mann kommt, sagt, ich hätte gern das, die Frau hätte gern das. Wie gehen Sie denn da vor, um diplomatisch zu einer Lösung zu kommen? Genau so, diplomatisch. Ich werde es den Kunden selbstverständlich freistellen, darüber nachzudenken, das Ganze, was man gesehen hat, auch mal sich setzen zu lassen. Und dann im Gespräch wird es sich ergeben, früher oder später, kommen auch die Herrschaften, die uneins sind, zu einem Ergebnis. Seit wann ist der Trend zu extrem großen Fliesen? Die letzten 5 Jahre hat sich enorm viel getan, bis hin zu den großen 3 Meter Größen. Das hier ist ja praktisch noch gerade zu klein, oder? Dann dagegen. Für unser einen, der täglich damit zu tun hat, ist die Größe 1,20 x 60 oder 1,50 x 75 schon eine normale Größe. Also nichts Besonderes. Was hat das für einen Vorteil, eine große Fliese zu nehmen? Wenige Fugen, wunderschöne, große, elegante Ausstrahlung. Was den Fugenanteil angeht, ist es tatsächlich so, dass zum Beispiel in der Dusche ein deutlich
verminderte Verschmutzung stattfindet. Kalk zum Beispiel, der sich nicht ablagert. Stockflecken in den Fugen und so weiter. Gibt es hier ein Bad mit großen Fliesen, was Sie mal haben? Wir haben gerade ums Eck eine neue Anwendung mit Fliesen in 3 Meter mal 1,50. Was ist das für Material hier? Das ist Feinsteinzeug, Grundmaterial, also im Prinzip das Wertvollste, was eine Fliese heutzutage werden kann. Was ist Feinstein für jemanden, der es noch nicht kennt? Das ist eine Zusammenstellung von enorm hochwertigen Mineralstoffen, Feldspaten, Granitvermalungen, das ist dann gepresst, gebrannt und natürlich auch mit... Das ist kein Marmor, was ich jetzt sehe. Das ist eine keramische Fliese. Eine keramische Fliese? Im weitesten Sinne ein Kunstprodukt, aber natürlich aus vollkommen natürlichen Grundmaterialien. Es sieht aber täuschend echt aus, oder? Es ist täuschend echt. Also wir reden hier von 99% naturidentisch. Ich kann aber dann andere Größen produzieren, habe nicht das Problem, dass... Es ist vollkommen variabel. Die Keramik an sich ist vollkommen variabel. Ob ich große, kleine, dicke, dünne verarbeite, ob ich in den Farben variabel bin, wie ich es verarbeite, wie viel verarbeitet wird, das bleibt alles den Kunden und uns überlassen. Das hier ist jetzt praktisch eine Fliese direkt hinter der Toilette. Ein Block, genau. Fugenlos. Was ist denn, wenn die Menschen sowas sehen? Wollen die das gleich haben? Ist das so das, was man eigentlich... Also ich denke jetzt mal an die Frau des Hauses, die dem Mann immer sagt, hör mal, kannst du nicht mal hier nochmal sauber machen? Kannst du nicht mit dem Abzieher nochmal drüber gehen? Das macht die Sache einfacher. Genau das ist der Punkt. Wo keine Fuge ist, wird keine verschmutzen können. Dementsprechend reden wir hier eigentlich nur über die Farbgestaltung. Mal findet man es ein bisschen schöner, mal sagen wir, gibt es das auch in anderen Farben? Selbstverständlich. Und dann schauen wir uns das draußen in der Ausstellung auch in den Variationen an. Super. Der Trend zur großen Fliese ist also nicht nur ein rein, sag mal, schöner Trend, sondern er ist sehr, sehr praktisch. Ich habe unglaublich viele Vorteile. Ganz genau, ganz genau. Die Vorteile, die praktischen Vorteile sind erstmal das Überwiegende. Dass das Ganze dann auch noch fantastisch aussieht, macht die Sache natürlich etwas einfacher. Sie machen nicht nur Bäder, Sie machen auch Fußböden, Fliesen? Wohnlandschaften, selbstverständlich. Treppenanlagen, Innenbereiche, Außenbereiche. Vielleicht nochmal, um da zur Sprache zu kommen, wie Ihr Unternehmen funktioniert. Es gibt ja Unternehmen, die verkaufen Dinge und haben Teams, die es installieren. Das ist bei Ihnen anders. Die Mitarbeiter, die installieren, sind festangestellt bei Ihnen. Sind Festangestellte, genau. Trotzdem darf sich jeder Kunde frei fühlen, zu sagen, ich kaufe 1 Quadratmeter Fliesen, ein Waschbecken oder zu sagen, bitte Firma Buhr, montiert das und verlegt mir auch die Fliesen. Sie sind jetzt 29 Jahre dabei, genau. Sagten es eben. Was hat sich denn maßgeblich geändert bei dem Thema Bad? Die größte Veränderung ist sicherlich die weit fortgeschrittene Technik in der Fliesenproduktion, sowohl optisch als auch was die Größen angeht. Was wir eben gesehen haben, Feinstein. Genau. Ich war schon ein paar Mal hier. Ich wusste nicht, ich dachte, es wäre Marmor. Ehrlich. Bis heute. Bis heute. Ja. Bis heute. Genau. Also jetzt weiß ich, es ist Feinstein, es ist eine Fliese, eine keramische Fliese und nicht aus dem Stück geschnitten. Ganz genau. Es ist ein im Prinzip aus Staub produziertes Grundmaterial. Das hier auch? Auch das. Also auch optisch sind Holzoptik, Fliesen, auch haptisch nicht mehr. Ich zeig das mal, da ist es genau. Sogar so eingeprägt. Das nicht heißt, vom Original zu unterscheiden, ja. Dass man so nicht mehr rutschen kann, das ist dann Rutschhemd, nehme ich an, das sieht besser aus. Für Nassbereiche absolut geeignet, für Kunden mit 1 bis 3 Hunden, es geht dann unzerstörbar. Bobbycar, ganz also das genau. Sind solche Geschichten. Ganz genau. Ist das jetzt auch ein Trend beim Thema Bodenfliese? Ich sage jetzt mal Fußbodenheizung, das heißt der Wärmeleitwert ist wahrscheinlich höher bei der Fliese? Wärmeleitwert ist natürlich höher, natürlich gehen auch andere Materialien, aber das beste Ergebnis wird immer mit einer Keramik oder einem Naturstein erzielt. Ich brauche es auch nicht pflegen, das heißt putzen, klar, aber ich muss nicht ölen. Die Fliese ist fix und fertig in der Grundverarbeitung. Sie haben überhaupt keine Arbeit, was die Pflege angeht.
Was sieht man hier, hier drin? Hier war ich noch nie, muss ich sagen. Das ist der Eingang unseres Lagers. Hier finden sich aus Platzgründen ausgelagerte Dekorationsteile, Glasmosaiken, Bordüren, flächige Mosaiken, also Dekorationsteile. Und die Frage, die ich immer wieder stelle, ist eigentlich, wie Sie es schaffen, unter der unglaublich großen Auswahl, die Sie haben, am Schluss ein Ergebnis, gut, Sie schaffen es ja immer wieder, ja, aber wie kriegen Sie das denn hin, dass sich der Kunde am Schluss dann doch entscheidet? Erfahrung hilft da natürlich sehr, Einfühlungsvermögen hilft sehr und in Kombination mit den Wünschen unserer Kunden sind wir dann in der Lage, das richtige Material auch zu finden. Mit wie vielen Leuten sind Sie im Team insgesamt? Wir sind hier zu viert, Frau Bohr und drei Kollegen. Und insgesamt die Firma, wie viele Leute haben Sie? Ich müsste jetzt 40, tatsächlich 50 ungefähr? Eher in die Richtung. Ja, 50, ja genau. Was sieht man hier? Was ist hier zu sehen? Was ist? Einzelmuster von Fliesen, von denen wir keine großen Tafelanlagen präsentieren, sodass wir hier auch mal mit einem Muster zu einer anderen Fliese gehen, um zu schauen, passt das zusammen, können wir Fliese A und Fliese B miteinander kombinieren. Dann lässt sie sich auch mal in anders Licht bringen, ans Tageslicht, wenn gewünscht, oder auch mal zu Hause im Rohbau anschauen. Wie oft ist es Ihnen denn passiert, Sie haben jetzt einen Kunden im Bad verkauft und er sieht diese wunderschönen Fliesen in Holzoptik, ja, dass er anschließend auch da zum Zug kam. Ist das schon des Öfteren passiert? In einem Bad eher weniger, aber in angrenzenden Räumen natürlich auch. Ja, also eine Ausstellung ist ja auch dazu da, dass man Lust bekommt, ist ja gemein, neue Sachen, oder? Natürlich. Aber da unsere Bäder ja, oder alle Bäder ja in aller Regel Jahrzehnte halten, ist es ja auch für den Fortbestand eines Unternehmens wichtig, dass ein Kunde auch mal Lust auf eine zweite Attacke hat. Kommen wir mal auf das Thema Formen. Also Sie haben ja Materialien, die extrem hart sind, ja, die geschnitten werden müssen. Sie haben vor kurzem investiert in eine ganz neue Schneidemaschine. Ganz genau, ganz genau. Also Formen sind natürlich an der Stelle auch hoch individuell. Wie man hier sieht, ist also eine abgerundete Form als Schminktisch machbar. Das macht die Natursteinmaschine. Wenn ein Kunde jetzt eine asymmetrische Anordnung oder eine eher geradlinige Anordnung haben möchte, wird das mit der Maschine genauso einfach umzusetzen sein. Gut, ich kann mich noch daran erinnern, vor 10, 20 Jahren war das Thema barrierefrei erstmalig ein Megathema. Also, dass Leute gesagt haben, Bäder müssen barrierefrei sein. Man denkt darüber nach, heute ist es ja kein Thema mehr. Heute sind alle Duschen eigentlich flach, oder? Oder haben Sie noch Duschwannen? Gibt es sowas noch? Duschwannen sind in unserem Hause fast vollständig verschwunden, ja. Alles, was eine Duschwanne kann, stellen wir mit einer Fliese dar. In aller Regel optisch viel brillanter, selbst finanziell ist es von Vorteil. Armaturen, auch wahrscheinlich ein Thema. Also das Bad besteht ja aus unglaublich vielen Einzelteilen. Beratung, Armaturen, der Waschtisch, die Fliesen. Das ist vollkommen richtig. Das macht die Sache so interessant. Natürlich ist es auch ein Stück weit eine Puzzlearbeit, bis man die richtigen Materialien, die richtigen Teile für den Kunden ausgesucht hat. Aber es bleibt dementsprechend spannend und macht halt unheimlich viel Spaß. Ja klar, da Sie jetzt auch die entsprechende Maschine haben zum Zuschneiden, ist auch hier zum Beispiel ein passender Tisch. Ganz genau. Der läuft praktisch so mit, oder? Ja, das ist auch mal eine Anregung im Außenbereich, einfach auch mal zu sagen, ja, ein schöner Esstisch auf unserer Terrasse, das hat uns noch gefehlt. Das ist praktisch fast ein Abfallprodukt aus der CNC-Maschine. Ja, so würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber es ist halt eben eine Möglichkeit, einfach auch zu zeigen, schau mal, das gibt es auch bei uns. Und da wir es ja selbst produzieren, in der Regel auch recht günstig. Darf ich denn mal Mäuschen spielen in Lauterbach als Kunde, wenn Sie sagen, ich würde ihn mal gern sehen, so wie das selbstverständlich funktioniert? Geht auch. Selbstverständlich. Ja, wir sind ein offenes System. Uns kann man nach allem befragen, uns kann man überall begutachten, alles mal sehen, also auch alles zum direkten Anfassen. Ohne Zwang.
Selbstverständlich ohne Zwang. Ich meine, natürlich. Ich muss das nochmal betonen. Natürlich. Ohne Zwang. Auch wenn ich jetzt mal reinkomme, ich will mich einfach nur mal umgucken. Dafür ist eine Ausstellung da, selbstverständlich. Wir haben auch vollstes Verständnis für jemanden, der reinkommt und sagt, wir haben was vor nächstes Jahr und schauen uns jetzt schon mal um. Ganz unkompliziert. Wenn Sie das mal bitte noch, dass ich das mal zeigen kann. Das wäre jetzt eher so, ich möchte mich jetzt ein bisschen ländlicher einrichten zum Beispiel. Also es gibt alles. Oder wie man sieht, es könnte ja auch eine Villa aus der Gründerzeit sein, die mal wieder saniert wird. Also auch das ist ja hier machbar. Was ist das für eine Fliese? Auch das ist eine große, in dem Fall auch eine 3-Meter-Fliese in einer Grundoptik, Kalkstein, auch hier fugenlos verarbeitet mit einer Unterputzangelegenheit. Was ist da die Herausforderung bei so Riesenfliesen? Was braucht man da? Wahrscheinlich alleine geht das schon mal zweimal nicht, oder? Natürlich, das Handling ist die eine Geschichte, das Know-how die andere. Ich muss bei schwierigen Materialien einfach wissen, wie es zu verarbeiten ist und dann natürlich auch das entsprechende Equipment dazu haben, denn ohne gutes Werkzeug hat man noch nie ein gutes Ergebnis erzielt. Super. Von wann bis wann sind Sie auf hier? Von 9 bis 18 Uhr sind wir während der Woche da, samstags von 9 bis 12. Sonntag ist geöffnet ohne Beratung und Verkauf von 14 bis 17 Uhr. Jeden Sonntag? Jeden Sonntag außer an Ostern und Weihnachten. Also nochmal, jeden Sonntag ist auch? Jeden Sonntag ist geöffnet. Ich kann einfach reinkommen, da ist jemand, der... Gehen Sie einfach durch. Passt ein bisschen auf. Auch die Kaffeemaschine ist an. Kaffeemaschine ist an, aber genau, Sie werden nicht beraten, Sie werden nicht angesprochen. Natürlich. Ganz genau. Ganz entspannt. Ganz, genau. Ganz entspannt. Prima. So, dann haben Sie vielen, vielen Dank. Also gerne. Ich bin ganz begeistert von dem Eindruck, den Sie mir gegeben haben. Heute von der wunderbar. Firma Bohr. Also ja. die Frau Bohr hat ja das letzte Interview gemacht. Ja, jeder sieht das ja so ein bisschen anders. Aus einer anderen Sicht ist auch gut so. Ist so. Selbstverständlich, ja. Und wenn auch Sie mal ein neues Bad suchen, kommen Sie hier in die Angela-Braun-Straße? Angela-Braun-Straße 14. Wir würden uns natürlich sehr freuen. Genau, das ist Mahlstadt Burbach, kann man das so ungefähr einigen? Richtig, genau. An der Schnittstelle. Vielen, vielen Dank für das Interview. Ja, gerne. Selbstverständlich.